Hier, es gibt jetzt auch ein Bekennerschreiben von der Feta. Sie kündigen weitere fürchterliche Massaker an. Sind die Griechen eigentlich noch zu retten? Das fragen sich die europäischen Staatschefs jetzt schon zum zweiten Mal. Schicken die plötzlich ihre Rettungspakete zurück? Aber nicht mit schwarzen Zahlen, sondern schwarzem Pulver. Viele fragen sich auch, wie sich die Griechen überhaupt das Porto leisten konnten. Gut, die Absender haben halt gehofft, dass der Empfänger bezahlt. Am besten mit dem Leben. Da haben die sich die Sprengkraft aber eher schön gerechnet. Die Bomben waren wohl sehr primitiv. Das Paket an die Merkel zum Beispiel wurde einfach mit einer Wasserkanone unschädlich gemacht. Mit der von Mappus. Für seine Terroristen braucht er die ja gerade nicht. Aber am sichersten ist wohl, man lässt nur noch den Universal Gripper Pakete anfassen. Der von der Universität von Chicago entwickelte Allesgreifer besteht hauptsächlich aus einer mit Kaffeepulver gefüllten elastischen Hülle, die sich im Vakuumzustand jeder erdenklichen Form anpassen und sicher zupacken kann. Und trotz so viel Koffein in der Birne sogar gerade Linien zeichnet, ohne zu zittern. Nicht ganz so glimpflich wie bei der Merkel endete es ja mit dem Paket, das an den italienischen Ministerpräsidenten geschickt wurde. Sogar der coole Berlusconi hätte da normalerweise besorgt geguckt, wenn er seine Stirn noch in Falten legen könnte. Ja, das an Berlusconi adressierte Paket ist doch tatsächlich beim Öffnen in Flammen aufgegangen. Dabei verbrennt er sich die Finger viel lieber an marokkanischen Sexbomben. Mit dem Feuer spielen ja auch gerne Filmhelden, wenn sie mal wieder versuchen, fremde Computer zu hacken. Und wie sowas dann auf Hollywood-Rechnern aussieht, zeigt uns accessmaincomputerfile.net. Nach einem Mouseover wird die Lösung, also der jeweilige Filmtitel, verraten. Einer, der für solche Betriebssystemattrappen verantwortlich ist, ist Mark Colleran. Er denkt sich Computerbenutzeroberflächen für Blockbuster wie Mission Impossible oder die Bourne-Identität aus. Und das Wichtigste dabei ist wohl, dass es kompliziert aussieht. Jahrelang auch die Maxime echter Softwareentwickler. Schön übersichtlich geht es dagegen auf dem Table Connect zu. Ein riesen Touchscreen fürs iPhone, mit dem alle Symbole und Funktionen selbst von Weitsichtigen komfortabel erkannt und ausgeführt werden können. Und außerdem sinkt ganz massiv die Gefahr, dass man es in der U-Bahn vergisst. Ich finde ja sowieso nicht gut, dass Handys immer winziger werden. Ich habe sogar schon über eine Fingerverkleinerung nachgedacht. Aber was, wenn der Spitzer danach stumpf ist? Aus der Zeit, in der Handys noch schön groß waren, stammt die Dokumentation Computerfieber. Sie zeigt, wie sich im Jahre 1984 die immer populärer werdenden Computer auf das Jugend- und Familienleben in Deutschland auswirkten und wie eine ganze Generation von Jungen für die Mädchen verloren ging. So, nach den ganzen 80er-Jahre-Pullovern und Frisuren brauchen wir jetzt aber nochmal was Anspruchsvolles für die Augen. Ein visuelles Kulturprogramm sozusagen. Und das gibt es bei Gestalten-TV. Da findet ihr zahlreiche Videoporträts über visuelle Künstler, wie etwa den New Yorker Chris Rubino. Oder die deutsche Designerlegende Dieter Rams, der vielen altbekannten Elektrogeräten ihr teilweise unglaublich modernes Aussehen gegeben hat. Und auch bei den Gewinnern des ersten Vimeo Awards kommen die Augäpfel voll auf ihre Kosten. In 10 Kategorien werden außergewöhnliche Videos vorgestellt, wie etwa die ergreifende Kurzdokumentation Last Minutes with Odin über den traurigen Abschied eines Hundebesitzers von seinem treuen Begleiter. Oder auch das Musikvideo zum Song Scissors der Band Liars, in dem ein junger Mann schmerzvoll lernt, dass Schiffbruch und Steinbruch nah beieinander liegen. Das war Ehrensenf, ich bin Pia. Tschüss! Hedi zu Guttenberg, die hat eine neue Show, Tatort Italien, Sex mit Minderjährigen im rechtsfreien Raum.